Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Homeworld 2 Remastered Let's Plays, wo wir ja gerade das Superschlachtschiff hier kapern sollen und wir erstmal die Death darum platt machen müssen und letzte Folge habt ihr die Story erfahren. So, wir sind einmal hier angekommen, werden das einmal hier so sagen, werden hier euch da hinschicken und dann schauen wir doch mal, wie sie sich verhalten, wenn ich hier direkt zielstrebig drauf losgehe. Ich suche noch den Hüter. Der war hier eigentlich auch noch in der Nähe. Aber bis jetzt sehe ich ihn noch nicht. Wir halten aber viel aus, die Drohnen. Also jetzt wirklich unerwartet viel halten die gerade aus. Und das liegt daran, dass ich keine Jäger dabei habe. Dass die Jäger gut gegen Drohnen wären und genau die fehlen mir. So. Ganz hinterhältig sind die Mover schon am Werk. Da kommt der Hüter zum Vorschein. Group 1 copies. You are clear to dock. Ja, auch schon die ersten Schüsse einfach mal so mitfrisst. So. Locked on. Ja. Dreadnought Retrieval underway. Das Schlachtschiff wird geborgen. Lock all weapons on. Okay. Progenitor drones are attacking the movers. Ich sehe das. Scans indicate they are vulnerable to anti-corvette weaponry. Recommend using torpedo frigates and pulsar gunships to protect the movers. Du, davon sind genug hier. Wir müssten nur mal davon Gebrauch machen, dass die hier loslegen. Also ich habe genug Torpedofregatten und Pulsarhelis. Hier Pulsarhelis 7 und Torpedofregatten 6. Davon sind genug da. Ihr könnt aber als theoretisch... Moving into formation. Ja gut. Group 1 reports enemy contact. So die Aufgabe kriegen. Greift ihr dann automatisch alles hier an? Pursuing targets. Show no mercy. Group 1 reports enemy contact. I got one. Group 1 under attack. Engaging targets of opportunity. Also ganz ehrlich, es läuft schlechter als ich angenommen habe. The keeper is attacking. The Oracle refers to these ships as Keepers. They are ancient machines dedicated to the protection of the Progenitor Empire. It will stop at nothing to destroy us. Defend the fleet. Machen wir. Schön, wie das Spiel kurz langsam gemacht wird. Greift ihr das da an? Machen es mal so, dass sie sich hier sinnvoll selber aufteilen gerade. Also eigentlich sind die Drohnen gerade das größere Problem, weil die nicht weggehen. Der Hüter, der wird relativ zügig gleich aufgeben. Haben ernsthaft gerade einen Zerstörer verloren? Respekt habe, was der Hüter so hingekriegt hat. Und der ist noch nicht mal tot. Okay, bauen wir sofort den Zerstörer nach. Hier, Zerstörer in Produktion geben. Und da ist wieder er. Ach, der ist wieder voll aufgeladen, der Hüter, oder was? Der kriegt auch keinen Schaden gerade. Ich glaube, es ist nicht gewollt, dass ich ihn zerstöre. Ja, es ist definitiv nicht gewollt. Gut.
dann halt so. Ja, noch was Sinnvolles zum Abernten oder wo wollt ihr hin? Gut. Würde ich immer wieder den Befehl so geben? Group 1 under attack. Group 1 standing by. Group 1 reports enemy contact. Die Musik? Sie passt überhaupt nicht zum Weltraumspiel, aber okay. Group 1 under attack. Mover lost. Dreadnought retrieval halted. Ja. Assign additional movers to retrieve the Dreadnought. Production underway. Machen wir, machen wir. Engaging targets of opportunity. Resources exhausted. Wir schicken sofort die Mover dahin, sobald wir hier den haben. Group 1 reports enemy contact. Mover complete. Group 1 under attack. Dahin. Und den nächsten, den ich habe, den schicke ich dann auch gleich noch dahin. Group 1 reports enemy contact. Mover complete. Ja, auch. Group 1 under attack. Perfekt. So. Group 1 engaging targets of opportunity. Group 1 reports enemy contact. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es nicht cleverer gewesen wäre, ein paar Jäger zu bauen, die das Problem auf die Schnelle lösen. Aber ich weiß halt auch nicht, ob die Jäger gut gegen Drohnen sind. Einfach alles weiter abernten. Hauptsache wir tun Sachen ernten. Da hinten ist schon wieder der Dingens rausgekommen. Dreadnought Retrieval underway. Der nächste Mover auch noch mit dran? Nee, der fliegt einfach nur mit. Nee, der ist. Doch, der fliegt einfach nur mit. Das heißt, der wird erst rangehen, sobald. Group 1 reporting. Sobald einer weg ist. Das heißt, wir haben jetzt einen Mover auf Halte, das passt. Group 1 reports enemy contact. Bleibst du jetzt? Ja, er bleibt. Angriff auf den da. Alles drauf. Wie auf einmal wirklich alles sich umdreht und ihn abballert. Der hat es schon geschafft, einen Zerstörer rauszuballern. Das finde ich schon eine nennenswerte Leistung. Der wird auch den nächsten Zerstörer hier raushämmern. Ne, er hat es noch geschafft, der ist der Zerstörer. Gut, okay. Und als nächstes Death da drauf. Alter, der Zerstörer, der lebt gerade so noch. Ich meine, den Zerstörer sind auch nur 2000 Ressourcen. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber... es ist trotzdem eine Hausnummer, einen Zerstörer in so kurzer Zeit mit nur einem Schiff zu zerstören. Group 1 reports enemy contact. Group 1 under attack. Group 1 reports enemy contact. Ja, ich weiß, dass Gruppe 1 hier am Arbeiten ist. Ich habe Gruppe 1 wieder den Befehl zum Verteidigen des Superschlachtschiffs gegeben. Das heißt, die machen hier alles von alleine. Group 1 reports enemy contact. The mothership is taking light enemy fire. Group 1 under attack. Group 1 reports enemy contact. Ich finde es witzig, wie wir die Mission angegangen sind, dass das so gut funktioniert. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass das problematischer wird, aber wirklich dieses direkt mit das einfach mitfliegen mit der Flotte unter dauerhaftem Feuer war gar nicht so dumm, wie ich im ersten Moment gedacht hätte. Also wir tun mal diese mobile Raffinerie hier ein Stückchen wegnehmen. Was macht ihr jetzt mit dem Teil? Wir haben sie hergeschafft und jetzt drehen sie es in Ruhe. Group 9 under attack. Group 9 reports enemy contact. Group 9 reporting. Group 9 reports enemy contact. Alright, let's get it up in here. Group 1 under attack.
Wo habt ihr es bald? Was macht ihr denn damit? Ach, sie docken es an. Alles klar. Dreadnought docked. Science teams and crew transferring to Dreadnought. Crew transfer complete. Haben wir unser erstes Superschlachtschiff. Engaging targets of opportunity. Group 1 under attack. Ready. Combat data indicates we cannot defeat the keeper with conventional weapons. But we believe we have found a weakness. We have identified progenitor power modules in the local area. The Oracle indicates that these modules could be activated and cause the keeper to overload. Each power module is activated by a trigger device. Send probes to these locations to scan for trigger devices. Okay. Dann einmal 5 Sonden produzieren. Group 9 reports victory. Group 1 reporting. So, ihr sammelt euch da. Group 1 reports enemy contact. 2, 3, 4, 5. Production underway. Und damit haben wir unser erstes Superschlachtschiff, wo ich jetzt nicht unglücklich mit bin. Ich kann das auch nicht nachbauen, wir haben das einfach mal so gekriegt. So, ihr habt nichts mehr, oder was? Group 10. Resources locked in. Probe complete. Acknowledged. Order confirmed. So. Sonde 1 fliegt. Probe complete. Destroyer under attack. Dahin. Probe away. Show no mercy. Probe complete. Du fliegst. Dahin. Die nächste Sonde, die da liegt. Dahin. Nächste Sonde. Science teams have completed an initial analysis of the Dreadnought. Scans indicate that the engines and hyperspace drives are operational. Science teams are now working to bring the Dreadnought's other systems online. Okay. Scans negative. Euch hier wieder sein. Strike group coordinates locked in. No devices found. So, es fehlt, glaube ich, eine Sonde, ne? Ja, kann ich die Sonde nochmal verwenden? Nein. Okay. No devices found. Ja, eine Sonde habe ich verballert. Also nicht verballert, habe ich vergessen. Production underway. Nothing but gravel out here. Surveillance. Scan results negative. Das ist sogar zwei, nee, eine Sonde. Probe complete. Trigger devices located. Okay, dann haben wir eine Sonde umsonst produziert. Probe. Schick sie dahin. Zwischensequenz. We have confirmed that the power modules can be activated using these devices. Use movers to collect them and install them on the power modules. Alles klar. Dann, Group 1 reporting. Liegt ihr. Strike group moving into position. Moving to death. Guck mal dahin. Habe ich meine Mover noch oder sind die jetzt weg? Hab ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe noch Mover. Sehr gut. So, teilen wir auf in jeweils Zweiergruppen. Zwei dahin. Zwei an das da hinten. Group 1 reports enemy contact. Und zwei dahin. So. Group 1 standing by. Eins dahin. Lock all weapons on target. Information haben wir keine. Naja. Okay, muss ich jetzt mit leben. Intercept course punched in. Übrigens, keine Ahnung, ob dieses Superschlachtschiff gut im Kämpfen ist. Hull breach, hull breach. Frigate lost. Frigate under attack. Einfach mal so eine Fregatte von was für eine? Eine Marine? Nee. Eine Flak-Fregatte haben wir verloren. Auf geht's, nachproduzieren. Production underway. Group 1 copies. Attack vector laid in.
wieder sauwitzig. Die Hüter fliegen einfach direkt wieder nach vorne. Und ich baller hier einfach auf alles, was da ist. Schaffe es aber gar nicht so schnell, alles zu zerstören. Irgendwann werde ich für diese Zielstrebigkeit mal bestraft. Roger. Group 1 copy. So. Flak-Fregatte kommt auch mit hinterher. Geht noch was zum Abenden hier? Nee. Da hinten wollte ich hin. Ah, von mir aus. Standing by. Destroyer under attack. Escort pattern locked in. Group 1 standing by. Device on route. Der Hüter ist wieder da. Das war ich jetzt definitiv zu langsam. Das wird mich einen Zerstörer kosten. Bin ich sogar zwei. Device on route. Destroyer under attack. Zwei Zerstörer wird mich das Ganze kosten. Eieiei. Nee, es hat mich nur einen Zerstörer gekostet. Oder nicht sogar gar keinen? Nee. Noch ein. Und ihr da hinten. Go. Haben die es geschafft, die Mover zu zerstören? Ja, haben sie. War ja zu erwarten, dass das nicht klappen wird. Und du dahin. Du dahin. Und irgendwie fehlt mir ein Mover. Den ich aktuell nicht sehe, als nicht schlimm. Mal zwei. Ne, ich sehe ihn tatsächlich nicht, den letzten Mover. Na gut, egal. Device on route. Den hat's auch gleich vernatzt. Oder wird er überleben? Ich es einfach nicht schaffe, die Überhand hier zu gewinnen in diesem Fight. Status report. Weapon set to full power. Group 1 under attack. So, der Mover ist weg. Produzieren wir noch mal ein paar Mover nach. Für den Fall. Das erste haben wir aktiviert. Von drei. Device one installed. Power module activated. Ja. Gut, dann. Du bist auf dem Weg dahin, dann machst du dich auf dem Weg dahin. Destroyer. Nothing but gravel out here. Copy. Group 1 reporting. Strike group, prepare for assault. Strike group reports hostile contact. Also das ist gleich in Bewegung. Das ist auch der letzte Mover, den ich noch habe. Wo ist denn der? Strike group under enemy attack. Andere hin, keine Ahnung. Coordinates locked in. Du schnappst dir das. Group 1. Ich glaube, ich werde auch hier gar nicht mehr rauskommen aus diesem Fight. Das wird einfach so bleiben. Das ist hier so ein Endlos-Fight. Das ist so gewollt. Und fertig. Guck, ob der Hüter gleich wieder verschwindet, weil er greift ja wieder an. Hm, ich sehe es. Ja, er verschwindet wieder. Das ist Zerstörer nachproduzieren. Group 1 standing by. I got one. Du siehst wieder auf dem Weg hier zu diesen. Naja, kannst nicht verhindern. Er ist auch auf dem Weg. Resource Collector awaiting orders. Ganz ehrlich, also ich schaffe es nicht, diese kleinen Drohnen hier wegzuballern auf die Schnelle.
Sieht ja dran, dass die stark gegen Drohnen sind? Nee. Device 2 installed. So. Power module activated. Gut. 2 ist aktiviert. Wir gehen in die nächste Folge. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Ja. Mal gucken, wie wir das hier noch hinkriegen. Ich glaube aber, dass es schaffbar ist. Es ist einfach nur, Dauerangriff ist gewollt und fertig. Aber ich kann damit leben. Und ja, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Feedback. Das habe ich, glaube ich, die 16 überschrieben. Die habe ich nicht. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß. Sag immer zum Schluss. Tschö mit Ö.